Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr bestimmt schon in der Videobeschreibung gesehen habt, um einen XXL DM Haul. Den werde ich heute euch vorstellen. Es geht um ein paar Produkte, die ich mega cool finde, die ich schon für euch ausprobiert habe. Es geht aber auch um Produkte, die ich nicht wirklich empfehlen kann und die ihr auf gar keinen Fall kaufen solltet, meines Erachtens nach. Also, falls es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, los geht's! Als erstes komme ich zu einem Produkt, das ist jetzt ganz, ganz neu bei DM. Und zwar ist das von Nivea Pflegedusche Seidenmousse. Vielleicht habt ihr die Werbung darüber gesehen. Ich habe sie gesehen und wollte es auf jeden Fall ausprobieren. Also bin ich gestern hingegangen und wollte es auf jeden Fall mitnehmen. Das ist so ähnlich wie der Duschschaum von Bidou, würde ich jetzt mal schätzen. Hier oben ist so ein Pumpspender drauf und das hat halt so diesen typischen Nivea-Duft. Ich liebe den extrem. Das riecht halt so ja, nach Frische und frisch geduscht. Und ich habe es gestern schon ausprobiert und ich finde es echt mega, mega geil. Also ich werde es mir definitiv auf jeden Fall nochmal holen. Und bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, das lag bei 2,70 Euro oder so. Ich blende euch die Preise hier nochmal ganz genau ein. Aber definitive Kaufempfehlung. Definitive Kaufempfehlung. Als nächstes komme ich zu einem Produkt, was ich wirklich immer, immer, immer wieder kaufe. Und zwar ist das von DM das Kokosöl. Das ist hundertprozentiges natives Kokosöl. Und das ist wirklich ein Allround-Talent. Ich wollte eigentlich auch nochmal ein Video nur über Kokosöl machen, weil ich es für so, so viele Sachen benutze. Und ich liebe einfach Kokosöl über alles. Egal, ob es für meine Haare ist, für meine Haut, um Zähne weißer zu bekommen oder für Wimpern oder sonstiges. Also wirklich, Kokosöl ist mein absoluter Favorit und gehört eigentlich bei jedem DM-Kauf immer in meinen Einkaufskorb. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was für mich eher ein ziemlicher Flop ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es mir gestern zum ersten Mal gekauft und wollte es auch unbedingt ausprobieren, bevor ich jetzt das Video mache und etwas darüber erzähle, obwohl ich es noch gar nicht ausprobiert habe. Und zwar geht es hier um ein Duschgel von Balea. Zum Abschminken soll das sein. Ich bin so ein Typ, wenn ich mich abschminke, nehme ich einfach die ganz normale Seife, klatsche mir die auf die Haut, klatsche mir die auf die Hand, wasche mir damit das Gesicht mit warmem Wasser, trockne mich ab und bin fertig. Dann creme ich mich vielleicht noch ein, wenn meine Haut Glück hat, aber ansonsten war es das wirklich. Also ich bin überhaupt nichts von wegen Abschminkroutine oder sowas. Ich schmink mich mit Seife ab und gut ist. Also ich habe da keine 100.000 Produkte und Cremchen und keine Ahnung was. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht ist meine Haut ja ganz glücklich, wenn ich mal so ein Abschminkgel mir besorge. Aber ich habe es gestern ausprobiert. Ich hatte die Hälfte von meiner Wimperntusche immer noch auf den Augen. Oder auf den Wimpern eher gesagt. Und war damit überhaupt nicht zufrieden. Letztendlich habe ich wieder zu meiner guten alten Aldi-Seife gegriffen. Und habe ich dann damit abgeschminkt und tada, alles war ab. Also, ja, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind, aber für mich ist es jetzt nichts Besonderes. Als nächstes komme ich zu einem absoluten Lieblingsprodukt von mir. Das habe ich jetzt allerdings zum allerersten Mal gekauft, aber bin jetzt schon mega begeistert. Das ist ein Produkt von OGX, was auch immer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heißt das Produkt Coconut Water Shampoo. Das finde ich mega, mega cool. Da ist auch Coconut Water enthalten und Kokosnussöl. Und soll halt den Haaren Feuchtigkeit spenden und das macht es auf jeden Fall auch. Ich hatte gestern, als ich mir die Haare zum ersten Mal damit gewaschen hatte, richtig schön seidige, geschmeidige Haare und habe mir die Haare seitdem jetzt nicht nochmal gewaschen. Bei vielen Shampoos habe ich das Problem, dass meine Haare irgendwie sofort am nächsten Tag katastrophal aussehen. Bei diesem Shampoo ist es zum Glück nicht der Fall. Und ich schätze, dass man damit sich vielleicht alle 2 Tage oder so die Haare waschen muss. Das ist für mich auch immer so, ja, der späteste Zeitpunkt. Also alle zwei Tage wasche ich mich spätestens die Haare. Ein anderes Produkt, weil wir gerade schon bei Haaren sind, was auf jeden Fall nie bei mir fehlen darf, ist das Trockenshampoo von Frotté oder Swiss Au Pair, wie auch immer. Das habe ich mir jetzt auch schon mehrere Male geholt und ist für mich eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Deswegen ist es auch jedes Mal wieder in meinem Einkaufskorb, wenn ich bei dem einkaufen gehe. Weil es einfach mega praktisch ist, wenn man sich irgendwelche Flechtfrisuren macht oder auch so Dutch Braids oder etc.
dadurch sind die Haare einfach viel griffiger, finde ich. Und ich habe halt sehr feines Haar. Und wenn ich vorher das Trockenshampoo benutze, sind die halt, ja, einfach griffiger. Und die lassen sich viel leichter in irgendwelche Frisuren verarbeiten. Oder auch, wenn man sich einfach nur einen Zopf macht oder so, dass halt nicht diese Antennen hier rausstehen, die ihr bestimmt kennt an alle Mädels da draußen. Sondern dadurch lassen die sich echt sehr gut fixieren und das bietet auch zusätzlich noch Volumen. Deswegen finde ich das super, super cool. Als nächstes komme ich zu einem Make-up von Maybelline. Ist ein Make-up aus der Fit Me Serie. Das habe ich jetzt in der Nuance 220 geholt. Das ist, glaube ich, das zweitdunkelste, was es gibt. Ich finde es eigentlich echt ganz gut. Das hat hier so einen Pumpspender und man braucht echt nicht so viel Produkt davon zu nehmen. Ich mache mir dann so ein bisschen auf die Hand, verteile das einfach komplett im Gesicht und das reicht mir. Also ich bin jetzt auch nicht so der mega Make-up-Fan irgendwie, aber das ist halt, falls ich irgendjemand Fotoshooting habe oder irgendeinen Auftritt oder keine Ahnung was, dann benutze ich das. Ansonsten bin ich eigentlich auch relativ natürlich immer unterwegs, was so mein Make-up auf der Haut betrifft. Und benutze eigentlich eher so Concealer und sowas, aber ja. Für die anderen Anlässe finde ich das echt gut und das fettet jetzt auch nicht so mega nach oder so. Man hat das ja auch bei so Make-ups, dass man dann echt so komplett am Glänzen ist, wie so eine Disco-Kugel. Aber nein, bei dem ist es echt super und man kriegt auch keine Unreinheiten oder so davon. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, weil es halt einfach nicht so fetthaltig ist wie andere Make-ups. Der Preis liegt, glaube ich, bei 9 Euro ungefähr. Ich blende euch den aber genau nochmal ein, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich war ja erst gestern bei DM, ne? So schnell geht das da mit dem Vergessen. Naja, auf jeden Fall. Als nächstes komme ich zu einem Augenbrauen-Gel von Alverde. Das kaufe ich mir auch jedes Mal, wenn ich bei DM bin, weil ich es einfach absolut liebe. Das ist so ein Bürstchen, das ist quasi wie so eine Wimperntusche, nur halt in Braun. Das gibt man dann einfach so über die Augenbrauen und ich finde, es ergibt ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Und man kann dann natürlich, wenn einem es immer noch nicht gefällt, dann kann man noch so ein bisschen mit dem Augenbrauenstift nachziehen. Aber ich finde, das ist richtig, richtig cool. Vor allen Dingen auch, weil es aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt worden ist. Und hier oben, wenn ich das mal aufkriegen würde, ja, ist dann auch nochmal so ein Bürstchen. Und hier auch, dann kann man die Augenbrauen nochmal so ein bisschen richten. Und ja, man ist auf jeden Fall super schnell durch damit, wenn man morgens zum Beispiel nicht viel Zeit hat und irgendwie zur Arbeit muss oder zur Uni oder so, dann finde ich das immer super praktisch, weil man das einfach zack, zack, zack irgendwie aufträgt und es ist halt sehr natürlich, wie gesagt. Kostet, glaube ich, 2 oder 3 Euro und landet, wie gesagt, jedes verdammte Mal in meinem Einkaufskorb. Absoluter Favorit von mir und absolute Kaufempfehlung. Als nächstes komme ich zu einem Duschschaum, den bestimmt einige von euch kennen. Ich muss den unbedingt ausprobieren, weil ich so viel Positives darüber gehört habe. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, ich kaufe ihn mir. Ich habe jetzt die Sorte Creamy Mandarin und das riecht wirklich wie so ein Mandarinenkuchen oder so Mandarinenkäse-Sahnetorte oder so. Also wirklich richtig, richtig geil. Und ich zeige euch das gleich mal in der Nahaufnahme, wie der Schaum sich so auf der Haut verhält. Aber es ist wirklich absolute Kaufempfehlung. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duschschaum. Kostet, glaube ich, 4 Euro. Ist ein bisschen teurer als andere Produkte, ja, aber es lohnt sich. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal ausprobiert und werde mir definitiv noch andere Sorten davon holen, weil ich echt, echt, echt begeistert bin. Kommen wir zu einem nächsten Produkt. Nein, es ist nicht leer. Ich habe es nicht leer gekauft, nur die Verpackung, sondern ich trage die Wimpern bereits. Die habe ich mir auch gestern besorgt. Habe die vorher auch noch nie ausprobiert. Ich bin normalerweise nicht so der künstliche Wimpernmensch, aber dachte mir, komm, gerade so für meine Videos oder für Fotos oder so, kann man das ja einfach mal ausprobieren mit den Wimpern. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Das sind halt so Wimpern, die sind nur so, ja, quasi nur so halb. Also quasi nur zum Verdichten hier hinten an den äußeren, am äußeren Wimpernkranz. Und ich finde, es sieht sehr natürlich aus und man würde jetzt gar nicht so richtig merken, dass ich künstliche Wimpern drauf habe. Das ist so ein bisschen so, hat sie künstliche Wimpern oder sind das ihre echten Wimpern? Und genau diesen Effekt wollte ich erzielen. Wimpern, absolute Kaufempfehlung, kann ich jedem empfehlen. Super leicht anzubringen, man hat nicht dieses Problem mit den langen Wimpern, die man dann erst kürzen muss und so weiter. Also echt mega gut. 2 Lip Liner habe ich mir geholt. Ich mag Lip Liner viel, viel lieber als Lippenstifte, muss ich ehrlich sagen, weil die einfach viel einfacher und präziser aufzutragen sind. Das ist einmal hier so ein Nudefarbener in etwas lila stichig und einmal einen komplett roten, der aber wirklich knallrot ist und nicht dieses Bordeaux-Rot oder Rot-Orange.
Die habe ich auch schon ausprobiert. Ich blende euch gleich mal eine Nahaufnahme ein. Finde ich super, super schön auf der Haut und halten echt sehr, sehr lange dafür, dass sie halt wirklich nicht teuer waren. Der eine ist von Essence. Und der andere auch, sehe ich gerade, die haben, glaube ich, um die 2 Euro gekostet oder so. Absolut super. So, dann noch zu einem Produkt, was ich halt wirklich jeden Tag benutze und auch jedes Mal bei DM kaufe. Das ist das Garnier Mineral Ultra Dry Deo. Das hält angeblich 48 Stunden. Nein, hält es nicht, man muss es jeden Tag drauf tun. Aber es ist wirklich das einzige Deo, was ich absolut empfehlen kann und was bei mir auch wirklich den ganzen Tag hält. Also, es hält wirklich, was es verspricht. Es ist leider nicht aluminiumfrei, ist ja jetzt dieser neue Hype, bloß Deos ohne Aluminium zu kaufen. Ich persönlich kann keine Deos ohne Aluminium benutzen, weil sie mir einfach überhaupt nichts bringen. Deswegen benutze ich das hier, das finde ich super, das hält auch, was es verspricht. Und dann nehme ich das halt leider in Kauf, das Aluminium drin. Absolute Kaufempfehlung, kostet glaube ich um die 2 Euro oder so und ja, hält auch sehr, sehr lange. So, dann noch zu einem weiteren Produkt, der Amazing Liner von Manhattan. Kostet, glaube ich, um die 7 Euro, ist schon etwas teurer für einen Eyeliner aus der Drogerie, finde ich. Aber der ist echt super, der hat eine extrem dünne Spitze vorne. Damit lässt er sich halt sehr präzise auftragen und auch sehr dünne Eyelinerstriche ziehen. Der hält auch sehr, sehr lange, im Gegensatz zu etwas günstigeren Eyelinern, die halt wirklich nach ein paar Wochen hinüber sind, ist der halt wirklich 2 Monate oder so hält er mindestens, würde ich jetzt mal schätzen. Und er lässt sich auch sehr gut auf Make-up auftragen und verschmiert auch nicht wirklich schnell. Also sehr, sehr gut und kaufe ich immer wieder. So, das war's mit meinem XXL DM Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht findet ihr ja ein paar Inspirationen für euch, die ihr euch beim nächsten Mal auch bei DM einpacken wollt. Ich packe euch wie versprochen alle Produkte in die Infobox unten rein, dann könnt ihr nochmal ganz genau nachgucken, welche Produkte das waren und wie teuer die waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt mein allererstes richtiges Video quasi auf meinem Kanal hier. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was ihr euch vielleicht als nächstes für ein Video von mir wünscht. Das mache ich dann natürlich bei euch. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.